Wieso steht unten in der Ecke Serviervorschlag? Weil, um mich ultimativ rechtlich abzusichern. Deswegen ist alles, was ich sage, oder in dem Fall jetzt die Merlin, basiert auf einer wahren Begebenheit und hat keinen Anspruch auf Realität. Alles ist sowieso nur eine Die Tür zur Dauerwerbesendung. Krankenstation ist Und abgeschlossen. wie wir das Spiel spielen, ist nur ein Serviervorschlag. Das kann von der Realität abweichen, wenn ihr das selber spielt. Scheint keiner drin zu sein und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Okay, wir kommen nirgendwo rein. Die Treppe können wir wahrscheinlich hoch, aber hier geht's to Cabins Number 4 and 5. Komisch, da steht Two Cabins Number 4 und Ja, ich finde 5. das komisch. Man geht durch die Kabine 3 zu 4 und 5 oder wie? Was? Nee, ich Ach so, glaube du in meinst, weil die. das so Deutsch und Englisch gemischt ist. Deswegen fandest du es komisch. Ja, genau. Ja, das stimmt. Okay, da kann man irgendwie ein Ruder nehmen. Ein Ruder. Eine nicht sehr innovative Schiffsdekoration. Nehmen wir mit. Ich kann es jetzt Ja, nicht du einfach nimmst mitnehmen. wirklich Na gut. mit. Warum Okay. nicht? Da liegt eine Zeitung, okay? Die sieht komisch aus hier. Für was Auf der braucht sie? Titelseite steht dick und fett: Der endgültige Sieg über die Natur, wie die Mächtigen der Welt die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Ich habe das Gefühl, da Es geht um entwickelt die sich schon langsam UN-Vollversammlung, Thema. die in ein paar Tagen aufgrund der dramatischen Naturkatastrophen der letzten Wochen und Monate in New York stattfinden soll. Da steht auch was von den Expertenrunden, die derzeit im Vorfeld der Konferenz tagen und an denen mein Vater teilnimmt. Okay. Für was braucht sie überhaupt bitte eine Handtasche? Sie kann ein riesiges Ruder irgendwo in ihre Hosentaschen Ja. Die stecken ist oder für so alle Gäste an anscheinend. Bord, deshalb lasse ich sie hier. Das finde ich schön. Die Zeitung lässt sie da, aber das Ja, Ruder von der ja. Wand, das nimmt sie mit. So ein Ruder kann man immer brauchen. Aber die Zeitung ist für alle Gäste. Ja, genau. Das Ruder nicht. So, das Eine Bild schauen wir uns doch knuffige an. Zeichnung der Arche Noah. Sieht nicht gerade künstlerisch wertvoll aus, eher wie aus einem Kinderbuch. Die Arche Noah, ob es hier wohl durch den Weltuntergang, durch Naturkatastrophen gehen könnte in diesem Spiel. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, hier geht's nirgendwo rein. Die probieren wir trotzdem noch, die Nummer 4 und 5. Ich meine, sie geht ein bisschen so, als hätte sie einen Stock im Arsch. Scheint keiner Vielleicht drin zu ist da sein. das Und ohne Ruder quasi. So, haha. Taschenlampe. Ha. So eine hängt bei meinem Vater im Museum auch. Okay. Als Ausstellungsstück oder einfach so? Na gut, nehmen wir auch mit. Ich habe zwar zu Hause keine Leggings Scheint an, keiner drin zu sein aber und ohne meistens eine Schlüssel komme ich da kurze nicht Hose, rein. die so ziemlich, glaube ich, aus Leggings-Stoff ist, oder? Es ist auf jeden Fall sehr. So ein Ja. dünner, weicher, fluffiger. Okay, warte mal kurz. Und das ist schon Habe cool. ich alles angeschaut. Okay. Dann gehen wir wieder Ich zurück. musste als Kind immer Leggings im Winter unter meine Jeans anziehen, deswegen hasse ich Leggings. Einfach nur, weil ich gezwungen wurde. Ich mag Leggings. Na gut, okay, hier haben wir, glaube ich, auch schon alles. Dann gehen wir die Treppe hoch. Nee, es ist keine lange Unterhose, es ist wirklich eine kurze Hose, aber wie so eine ganz dünne. Ich kann den Okay. Stoff nicht anders beschreiben. Es fühlt sich an wie der Stoff einer Leggings. So dehnbar und dünn, ist aber nicht so eng. Immer dieses eine Element, was sich Ja, so bewegt. ein 3D-Element, das irgendwie animiert ist, damit die Szenen ein bisschen Eines lebendiger von diesen wirken. Mini-Karussells, wie sie auch vor Supermärkten stehen. Okay, schwingen wir uns Ich drauf. passe da leider nicht rein. Und Ah. bewegen kann ich es auch nicht, da auf der einen Seite die Räder fehlen. Oh, okay, ja, stimmt. Da fehlen Räder. Na gut, reden wir mal mit dem Passagier. Schon Er macht wieder ein einen ziemlich Passagier. Passagier. niedergeschlagenen Eindruck. Oh. Der arme Passagier. Hallo, alles in Ordnung mit Ihnen? Das finde ich immer Oh, hallo. komisch. Oh, Ja, ein ist schon okay. Protagonist. Den kennt Sie machen mir aber nicht wirklich den Eindruck. der war im Titelbildschirm. Okay. Ich dachte, auf Kreuzfahrtschiffen sind alle immer unglaublich fröhlich und gut gelaunt. Manchmal wird einem halt bewusst, dass sich innerhalb von Sekunden das ganze Leben verändern kann. Da fragt man sich dann schon, ob all die Zukunftsplanungen überhaupt noch einen Sinn haben. Scheint ja ein echter lila Launebär zu sein, wenn der immer so. Aber vielleicht hat er ja auch einen guten Grund, so niedergeschlagen zu sein.
Geht es um den Vorfall im Hafen? Woher wissen Sie? Eine tragische Geschichte. Kannten Sie den Mann? Ich? Nein. War schon irgendwie eine sehr seltsame Situation. Ein paar Sekunden vorher hat er mich noch angesprochen und dann... Er hat Sie angesprochen? Ja, er hat mich gefragt, ob ich mit dem Schiff fahren würde. Und dann war er auch schon wieder weg und... Und dann dieser Unfall. Hat er sonst noch was gesagt? Nein, ich glaube nicht. Sind Sie ganz sicher? Ja, ich denke schon. Warum? Na, ist nicht so wichtig. Mich nimmt die Sache einfach mit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich brauche noch ein paar Minuten für mich. Klar, kein Problem. Shady person. Mysteriös. Ich mag Hosen auch nicht. Vor allem so Jeansen eben. So enge, feste Hosen. Ich hasse Hosen. Hosen sind die Geißel der Menschheit. Ja, so, also ich kann es in gewisser Weise verstehen. Dir geht es wahrscheinlich mit BHs so. Ich wollte es gerade sagen, ja, mir geht es so mit BHs. Aber sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Knackiger Hintern übrigens. Ach Gott. Auf dem Bild sieht man nicht mal den Hintern. Da ist eine dicke Frau, ja, irgendein Kerl Typ in Anzug. Und was ist das da? Ja, ist schon eine Person, aber... Aber da, ohne die ist... Ich finde das immer weird, wenn in so Spielen Bilder von echten Menschen an der Wand hängen. Das ist ja immer so Bilder von angeblichen Berühmtheiten, die mal mit diesem Schiff gefahren sind. Den Anfang macht im Jahr 1982 der Bürgermeister von Brunsdorf. Na, der Bürgermeister von Brunsdorf. Na dann... Oh Gott. Der Tresen. Von vorn sieht es wie ein ganz normaler Tresen aus. Ob es dahinter etwas aufregender ist, kann ich nicht sagen. Dafür ist der Tresen zu hoch. Die Pia fragt, was du arbeitest. Ich arbeite in der Verwaltung. Also in der öffentlichen Verwaltung. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Aber die Glocke können wir mitnehmen. Eine Klingel. Macht Ding-Dong. Oder vielleicht auch Dingeling. Im Extremfall möglicherweise auch nur Ping. Oder Ping-Pong. Ja, wenn ich die jetzt benutze, dann kommt jemand wahrscheinlich, oder? Aber das ist ja ein Mikrofon. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Oh, da habe ich Ideen. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und ich möchte mich ungern von ihm erwischen lassen. Ja. Ah. Hä? Was? Ach, weil Ramsi schreibt ÖVD, Juhi. Und was ist das? Öffentlicher Warte mal, öffentlicher Verwaltungsdienst? Ja. Yes. Gehe ich mal von aus. Die Pia sagt, das ist bestimmt manchmal nicht ganz so einfach. Ach, ich bin ja noch nicht so lang dabei. Bis jetzt ist es noch okay. Der Frust kommt erst. Der Frust kommt wahrscheinlich erst noch, ja. Eine Klingel. Mach Ding. Okay, das hatte ich schon. Na gut, dann klingel ich jetzt mal den Portier her. Oh, wie das so reinzoomt, das ist auch neu. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Chefkoch! Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Stimmt! ich glaube, ich habe gerade... Die Klingel zerstört? Keine Sorge. Ich kümmere mich später darum. Und dann singe ich Ihnen ein Liedchen vor. Was ich eigentlich sagen über meine salzigen Schokobällchen. In meiner Kabine steht der Koffer von einem gewissen William Patterson. Dafür fehlt mein eigener. Ich nehme mal an, die beiden Koffer wurden vertauscht. Ramsi, danke fürs Abonnieren. Ich werde mich dieser Sache sofort annehmen. Das wäre nett. Der werte Herr Patterson vermisst seinen Koffer bestimmt auch schon. Bam. Bam. Das glaube ich kaum. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber William Patterson ist unmittelbar vor Antritt der Reise verunglückt. Oh. War das etwa der Mann, der im Hamburger Hafen angefahren wurde? Ja, welch tragisches Malheur. Welch tragisches Malheur. Ist das denn was Ernstes? Ich glaube, ernster könnte es kaum sein. Ist er... Ich fürchte, ja. Ich werde mich unverzüglich auf die Suche nach Ihrem Koffer machen und ihn dann in Ihre Kabine bringen.
Vermutlich ist er aus Versehen in der Kabine des verunglückten William Patterson gelandet. Okay, vielen Dank. Warum hat er den Koffer überhaupt mitgenommen, ihr Idioten? Von wem? Von dem Verunglückten? Irgendwie könnte ich jetzt auch ins Bett gehen. Und eigentlich spricht auch nichts dagegen. Schließlich bin ich ja zur Erholung hier. Na dann. Die letzten Tage waren einfach ein bisschen viel. Das ist ein komischer Max. Ja. Nina, du bist hier, um ihn zu vergessen. Also heul nicht schon wieder rum. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Und wenn ich morgen früh wieder aufwache, dann sieht die Welt schon viel freundlicher aus. Okay. Und mein Koffer ist dann vermutlich auch wieder da. Der kann ja nicht einfach verschwunden sein. Hoffe ich zumindest. Ah, Haus des Geldes hast du auch nicht gesehen, oder? Nee. Abraxe, danke schön. Danke für die Donation. Jetzt hast du es nicht gesehen. Da war gerade ein GIF, ein Video von einer Katze, die einen Hund haut davor. Ich glaube zumindest. Ich habe auch nur klein gesehen. Weil gestern haben die Pia und meine Schwester festgestellt, dass ich dem Professor aus der Serie wohl ähnlich schaue. Zumindest mit Brille. Okay. So, jetzt sehen wir den Geist von Patterson. Wahrscheinlich. Das ist irgendwie komisch, oder? Das Spiel bis jetzt. Das ist ein komischer Anfang. Das ist alles irgendwie strange geschrieben, finde ich. Ich meine, es ging doch irgendwie mit dem Pfarrer und so. Irgendjemand hat ihren Bikini-Koffer geklaut. Mit einer krakeligen Nachricht. Wenn Sie Ihren Bikini lebend wiedersehen wollen. Wenn Sie die Hose dazu lebend wiedersehen wollen. Na gut. Ja, lesen wir uns mal durch, was da dran steht. Ach ja, genau, wir haben uns unsere Sachen noch gar nicht angeschaut. Wir haben einen Rollschuh. Ein einsamer Rollschuh. Mir wird manchmal vorgeworfen, dass mein Hang zu Karlauern etwas aus dem Ruder läuft. Komisch, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Oh Gott. So eine hängt bei meinem Vater im Museum auch. Und unser Bikini. Das Bikini-Oberteil aus meinem Koffer. Ja, okay. Ramsi hat gleich mit einer großzügigen Spende den zweiten Stream freigeschaltet vorher. Das ist die Nachricht, die an meinem Bikini-Oberteil befestigt war. Deswegen ging das so schnell. Da steht in krakliger Schrift geschrieben... Suchst du das hier schon? Den Rest habe ich auch. Komm und hol ihn dir. Wie? Kleiner Tipp. Sie kommen aus dem All, doch von hier unten betrachtet scheint das gar nicht mehr so wichtig zu sein. Ich weiß nicht, was das soll und ob der Typ, der das geschrieben hat, nur krank im Kopf oder auch gefährlich ist. Die Frage ist, wurden die Koffer absichtlich vertauscht? Und wenn ja, wieso? Was zur Hölle. Es ist alles irgendwie strange. Es ist schon sehr weird. Der war der erste nicht so weird. Nee, und beim ersten ging es um Gedankenkontroll-Aliens. Ja, genau. Das war noch okay. Aber guck mal, da anscheinend ist jemand jetzt da hinten in der Station. Oh, da brennt Licht in der Krankenstation. Ja. Schauen wir mal. Okay. Bin ich jetzt wieder rausgegangen aus dem Menü? Oder ist das Spiel abgestürzt? Nein, da ist es wieder. Ich bin rausgegangen. Ich bin ein Idiot. Die Tür zur Krankenstation. Ja, okay, ich wollte sie mir auch angucken. Okay. Das dauert aber lang. Das dauert echt lang, bis der so ein kleines Bildchen lädt. Ja. Ich meine... Hallo? Was muss man da so lange laden? Zumindest ist niemand zu sehen. Okay, es ist niemand zu sehen, aber das leuchtet doch ganz offensichtlich Licht. Vielleicht ist aber auch nur jetzt der Flur halt dunkel quasi, weil es Nacht ist. Und da brennt immer Licht, wer weiß. Na gut, dann gehen wir ja mal in die Richtung, würde ich sagen, oder? Es gibt ja zum Glück so eine diese doppelte Pfeil bedeutet, das gibt, dass man die gleich... Animation, ja. Das ist gut. Das ist eine Besserung. Stimmt. Da ist die Tür offen. Düm, düm, düm. Aber achte mal drauf, wenn sie geht. Sie haben die Arschwackel-Animation schon sehr ausführlich animiert. Ah ja. Aber ich meine, man merkt, dass es kein japanisches Spiel ist, sonst würden ihre Brüste wackeln. Das stimmt. Wackeln. Ihre Brüste sind hart wie Stein. Bewegt sich kein Stück. Aber ihr Arsch schon.
Ich habe jetzt nicht, ich habe ehrlich gesagt, ich war abgelenkt. Warst du schon wieder bei wackelnden Brüsten? Nein, ich habe gerade wegen dem doppelten Pfeil geguckt. Nochmal, und war dann Okay. Gedanken. Okay, da ist offensichtlich irgendein Ventil kaputt. Der Dampf kommt aus dem Rohr, vermutlich durch eine kaputte Dichtung. Da fasse ich nicht rein, viel zu heiß. Ja, habe ich befürchtet. Und Nina wäre eher 13 Jahre alt, wenn sie ein Japanospiel wäre, schreibt der Praxe. Das Nee, stimmt. sie wäre bestimmt irgendwie Nein, sie wäre 21, 21, sieht aber aus wie genau, 12. genau, genau. Ja. So wär's. Da hängt ein Schild dran. Der Trockner scheint defekt zu Na sein. gut, dann bis dann, Pia. Ciao. Bis dann. So, die Die Waschmaschine. Programmwahl scheint defekt zu sein. Das hängt da so schön raus an dem Faden. Oh, wo wir gerade von Waschmaschine reden. Was Es ist denn? noch Wäsche Oh unten. nein! Ah, ich hole das nach dem Es Stream. ist keine Wäsche drin. Aber die ist jetzt schon ewig drin. Jetzt kann die auch noch ein bisschen länger drin bleiben. Ah, können wir gleich wieder waschen. Vielleicht machen wir das einfach auch. Mal schauen. Ich hasse das. Ich hasse es, dass die scheiß Waschmaschine nicht bei uns in der Wohnung Ja, steht, die dass steht wir im Keller runtergehen und wir wohnen müssen. im zweiten Stock. Furchtbar. Die Hölle. Ja, nicht mal das Runtergehen ist die Hölle, aber Für das mich sich wieder schon. anziehen, weil man jemand begegnet Das könnte. stimmt, ja. Appropriate sein. Ugh. Das ist ein Schalter? Nein. Da, eine Klingel. Eine Okay. Klingel. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Zum Klingeln? Wahrscheinlich. Die Klingel ist festgeschraubt. Ein Waschbecken. Waschbecken und Wasserhahn scheinen wie fast der komplette Raum von überflüssigen Renovierungs- und Reparaturarbeiten verschont geblieben zu sein. Ah, der Seifenspender ist nochmal was Eigenes, aber. Das Waschbecken ist in einem erbärmlichen Zustand. Ich finde, das ganze Schiff ist in einem erbärmlichen Zustand. Ja, außer die Bilder vom Kapitän. Das stimmt. Die Die sind sind wunderschön und wunderschön. Spendet gepolished. Seife. Ob er das wohl von der Steuer absetzen kann? Ach Gott, das ist so deutscher Humor. Ich wasche meine Hände täglich in Unschuld. Die sind sauber. Es ist so deutscher Humor. Okay, na gut. Ist halt so Wortwitz. Ich mach in meinen Let's Plays auch viele Ich schlechte weiß, Wortwitze, ja, ich weiß. weil es leicht ist. Okay, ich weiß jetzt nicht, was Oh. wir hier machen sollen, ehrlich gesagt. Vielleicht einfach mit dem Paddel drauf. Ja. Nee, leider nicht. Irgendwann. Ah, ich habe eine Idee. Ja, da oben war doch Ja. dieses Ding, wo Reifen Ja. fehlen und jetzt Ein haben wir einen einsamer Roll. Rollschuh. Aber wir haben nichts, um die abzuschrauben. Der Stream geht heute bis 12. Ich gehe jetzt mal wieder Mitternacht. raus, oder? Und gucke, ob ich die Treppe hochgehen kann. Geisterstunde. Ja, genau. Und es ist quasi schon fast Halloween. Für mich ist irgendwie der ganze Oktober Halloween Für mich mittlerweile. auch. Ich mag Halloween. Ich mag das auch, weil unsere Nachbarin, also auf dem Weg runter, haben wir so ein Fenster nach außen Ja. und Fensterbretter und unsere Nachbarin dekoriert die immer Ah. entsprechend der Jahreszeit oder der Ja. Feiertage. Das ist immer ganz schön, da weiß man zumindest, welche Feiertage anstehen. Das stimmt. Ich bin bei sowas immer nicht, Ich ich auch. vergesse sowas nämlich immer. Ich mag Halloween schon allein deswegen, weil es der letzte so klassisch traditionell heidnische Feiertag ist, den sich die Christen nicht komplett unter den Nagel Ja, gerissen haben. das stimmt. Der ist noch so ein bisschen Wieder die Treppe unangetastet, hoch, mein unverfälscht. Gott. Okay. Schauen wir, was uns Anziehen, als oben es im Sommer erwartet. warm war. Ja, da ist es immer schlimm. Oh mein Gott, hier kann man so Ach, da viel bist du aus anschauen. Gewohnheit oben ohne in den Garten gegangen. Was ist passiert? Wer ist oben ohne in Der den Garten? Cluedo ist aus Gewohnheit im Sommer oben ohne in den Garten gegangen und hat nicht dran gedacht, dass da schon sich was verändert hat. Ja. Ja, das ist echt blöd. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich das nicht mag, die scheiß Wäsche zu holen, weil ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin, grundsätzlich kein BH anhab, weil das einfach stört und scheiße ist. Und ich laufe eigentlich immer ohne rum. Aber wenn man rausgeht und potenziell halt Leuten begegnen könnte, auch wenn es nur die Nachbarn sind, ist halt ein bisschen unangenehm. Aber manchmal ziehe ich trotzdem keinen an, sondern nur so eine Jacke drüber, dass man es nicht so Ja. sieht. Ich habe auch nie Hosen an daheim, Ja. normalerweise. Ich ziehe mir oft, also es gibt oft Tage, wo ich mir nur wegen dem Stream eine Hose anziehe. Auch wenn man mich Ah, untenrum gar tatsächlich. nicht sieht, aber vorsichtshalber.
Okay, und wo rolle ich den jetzt hin? Okay. Wenn man ein Oberlicht von oben betrachtet, ist es dann noch ein Oberlicht? Oder wie? Müssen wir jetzt runtergehen und das Oberlicht von unten betrachten und dann fällt uns auf, dass unter der Maschine eine geheime Botschaft ist. Möglich. Aber die Scheibe ist zu schmutzig, deswegen müssen wir die erst putzen. Mit einem Paddel, wo ein Lappen drum gewickelt ist. Genau, wahrscheinlich irgendwie sowas. Aha, gelöst. Wir sind in letzter Zeit habe ich viel Adventures gespielt. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Ja. Ah, na gut. Die einzelnen Bilder kann man sich anscheinend ansehen, habe ich gar nicht... Ach, alle drei? Ja, ja, weil... Cool. Warte, hier, alle drei. Hier ist so viel Zeug. Ja, hier ist so viel Zeug. Ich hasse Bildschirme manchmal. Ja. UFO. Jetzt kann das UFO nicht nur fliegen, sondern auch rollen. Was für eine technische Revolution. Die Außerirdischen würden vor Neid ablassen. Okay. Aber gerollt habe ich es ja schon. Ach, sie rollt es wieder zurück. Ja, vielleicht muss man... Vielleicht muss man erst irgendwas machen. Vielleicht muss man es erst sauber machen von oben. Aber ich dachte, es ist von unten dreckig und nicht von oben. Schau es dir nochmal an. Wenn man ein Oberlicht von oben betrachtet. Warte mal, vielleicht... Ich glaube, das soll man gar nicht... Soll man nicht öffnen können, okay. Naja, egal. Man kann hier auch noch zum Ausgang gehen, aber da können wir ja wahrscheinlich jetzt nicht raus. Ah, oder? Die Zurück in die Zukunft Adventures hat der Cluedo gespielt. Oh Gott, das sind, man kann da auch hin. Neuer Bildschirm oder wie? Das sind doch die Vorgänger von, also die sind doch von Telltale, okay, oder? Okay, ich bleib mal wieder, ich gehe mal wieder rein erst, weil der Bildschirm war noch so voll Zeug. Ja. Das ist in dem Spiel aber echt, das war schon im ersten Teil ein bisschen unübersichtlich, in welche Richtung man wo überhaupt den Bildschirm verlassen kann. Ja. Und dann scrollt er manchmal weiter. Ich kann mich an den einen Bildschirm erinnern, an dem stand am rechten Rand ein Baum. Ja, man sah ja so den halben Baum. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es dann nicht weitergeht. Genau, aber dann kann man hinter dem Baum vorbeigehen. Furchtbar, ja. Die ist verplombt und ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe aufzubrechen. Okay. Der Weg in den Schiffsrumpf ist verplombt, warum auch immer. Okay, die Tür, kann man die aufmachen? Das Restaurant hat geschlossen. Das Restaurant hat geschlossen. Dum, dum, dum. Schade. Da ist ein Bolzen, okay. Uh-oh. Der Bolzen steht recht weit hervor. Der verantwortliche Handwerker hat es hier wohl nicht so genau genommen. Sehr vertrauenerweckend. Der Bolzen steht recht weit hervor, ist der unnatürlichste Satz, den ich jemals gehört habe. Ja. Niemand würde so reden. Oh, dieser Niemand. Bolzen steht recht weit Guck hervor. Mal, dieser Bolzen steht recht weit hervor. Das ist Sagenhaft. Nein, niemand redet so. Der steckt fest in der Wand, den kriege ich nicht raus. Okay, den müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie aus der Wand hebeln. Haben wir irgendwas zum aus der Wand hebeln? Wie lange geht der? Bis 12, bis Mitternacht, bis Geisterstunde. Vielleicht mit dem Paddel. Benutze Ruder mit Bolzen. Ne, geht nicht. Vielleicht mit unserem Oberteil. Nee, auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Eine Schale. Eine Schale mit Marzipankartoffeln. Oh, Marzipankartoffeln. Die gibt es jetzt auch wieder zu Weihnachten. Ja, wahrscheinlich jetzt schon, oder? Ja, ja, klar. Es gibt seit September schon Weihnachtszeug Eben. Überall. Wir haben schon so viele Gewürzspekulatius gegessen. Marzipankartoffeln sind einer der besten Gründe, warum man Weihnachten lieben sollte. Marzipankartoffeln. Ich mag Marzipan. Ach, die nimmt Marzipankartoffeln weg. Okay. Die kleben wir jetzt an das Paddel. Wir kleben da irgendwas dran. Oh, da sind zwei. Ach nee, das ist der Bolzen. Okay. Da oben ist auch noch eine Luke. Da geht's nach oben. Ach was, da ist ja auch eine Leiter. Jetzt sehe ich es erst. Ich dachte, das ist einfach irgend so ein... Ich sehe derzeit keinen Grund, die Plombe auf... Okay, oben und unten ist verplombt. Da kommen wir nicht weiter. Die Tür ist offensichtlich nur so da... Die Rezeption haben wir uns, glaube ich, schon angeschaut. Der ist eindeutig zu hoch, um drüben... Ja, genau. Dann haben wir das und das. Okay, ich will mir die einzelnen Bilder nochmal anschauen. Schau dir alles an. Was die Vielleicht ist eins wichtig, wer weiß. Angeblichen Berühmtheiten. Okay, das waren die angeblichen Berühmtheiten. Was war das Bild? Die Heidekönigin des Jahres 1986. Ich hoffe mal, dass sie diesen Titel aufgrund mangelnder Konkurrenz gewonnen hat. Das ist aber gemein. Ja, wirklich. Auch noch. Also wirklich. Also. Eine Schönheit unter einer Birke. Der Name fehlt, aber sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Knackiger Hintern übrigens.
Das haben wir schon gehört. Und der Also, Oberste ist der Bürgermeister von aber Buxtehude. das finde ich auch wieder, weißt du, dass sie da sagt, eine Schönheit unter einer Birke, knackiger Hintern. Und zu dem Bild sagt sie so, das ist eine Heidekönigin, die hatte wahrscheinlich keine Konkurrenz. Ja, Also es das ist ein stimmt. bisschen, ne? Ganz schön Body-Shaming. Ja, ganz schön Ich weiß Body-Shaming nicht, wie das unterwegs. 2009 war, aber 2020 geht das nicht mehr klar hier. Biatch. Biatch! Von vorn? Okay. Keine Ahnung. Nein, da machen wir. Vielleicht können wir nochmal die Klingel binden. Ach Gott, diese Steuerung. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Nein, ich wollte doch zur Klingel. Nein, zur Klingel. Geh doch zur Klingel. Da ist gar keine Klingel mehr, oder? Kann das sein? Ein Abdruck. Ah, okay. Der hat die Klingel Klingel ist weg. mitgenommen, glaube ich, der Kerl. Nein, ich will nicht. Da, der Abdruck. Den will Hier war ich mal mal die gucken. Klingel, um den Portier zu rufen. Aber dann Bewegungssteuerung hat sie halt. irgendwer kaputt gemacht. Wer das wohl war? Okay, der Klingel ist kaputt und weg. Na gut. Dann würde ich sagen, hier haben wir eigentlich alles. Gehen wir mal raus. Willst du das UFO nicht noch mal vorsichtshalber einfach auf den... Ich Naja, nee, ist glaube, dass okay. wir. Ja, Sie kann da du nicht hast durchschauen. Ich recht. denke Ist mal, wir alles, müssen es ja. irgendwie sauber machen. Ich suche jetzt draußen eine Plane oder irgendwas, damit wir das mit dem Paddel benutzen können. Ich habe jetzt, weil ich gerade wieder... Der Ventilator hat auch so reflektiert auf den vorgerenderten Hintergrund. Ich habe jetzt vor kurzem in einem Podcast von Auf ein Bier gehört, dass scheinbar bei Alone in the Dark, bei dem Reboot quasi, haben die tatsächlich, damit in dem vorgerenderten Hintergrund die Taschenlampe funktioniert, alle Räume in hell und in dunkel in verschiedenen Stufen vorgerendert quasi. Und die Taschenlampe hat quasi den dunklen Hintergrund mehr oder weniger aufgelöst und man hat durch auf den hellen gerenderten Hintergrund gesehen. Das finde ich ziemlich clever. Vielleicht haben die hier sowas Ähnliches gemacht, aber wahrscheinlich nicht. Man kann sich gar nicht so viel anschauen. Unterdeck. Unterdeck. Das Ach. Unterdeck ist zurzeit gesperrt. Na dann, Gott sei Dank. Okay, man könnte Ich bin über die immer froh. Leiter da. Ich gehe da jetzt. Das Unterdeck. Ja, Bei so okay. Adventures bin ich oft froh, wenn man irgendwo nicht hin kann. Das Es stimmt. ist so, nein, nicht noch ein Bildschirm, Sonnendeck. ey. Gar nicht Da können mehr. wir hinlaufen. Was wird anders ausgesprochen? Maxat? Ich glaube, Maxat steht. Ich kann es leider echt von hier gerade nicht so gut lesen. Maxat oder so. Maxat. Einfach Max. Ich bin für Max. Der Maxe. Eiskübel, den nehmen wir mit. Die Coconut Bar. Kein Eis drin. Ja, wir nehmen Oh. den Kübel trotzdem mit. Vielleicht geht das nicht. Doch, das geht. Was Ich machen wir glaube, denn wir damit? brauchten auch irgendwie. Ah, wir brauchen. Den müssen wir bestimmt mit Wasser füllen Damit wir und dann. sauber machen Ja, können. genau. Die Coconut Bar ist zu, das ist sehr Max traurig. Gruber, sagt der Praxe. Ja, vielleicht. Max Gruber ist hier. Ach, den wollt sie doch vergessen Der auf kommt der. bestimmt noch. Oh, eine Wolldecke. Die Hält nehmen wir auch in bestimmt auch kalten mit. Nächten auf dem Meer schön warm. Das ist der männliche Protagonist in diesem Ja, Spiel. genau. Naja, weiß man noch Also nicht. Im im ersten Teil ersten war es. Teil waren quasi sie hier, die Nina und der Max Gruber, das männliche Gegenstück, die beiden Hauptfiguren quasi. Ach, Maxim, ja. Ich wollte mich nicht lustig machen. Wir machen uns nicht lustig über deinen Namen. Aber der Max Gruber ist tatsächlich wahrscheinlich der zweite Protagonist. Genau. Ich muss ganz Und kurz ist Nase schnauben. wahrscheinlich mit dem Stirb langsam Bösewicht verwandt, nehme ich an. Weil so häufig ist Gruber nicht der Ja, Name. Schon das stimmt. exotischer Name. Das ist der Sohn oder Vater vom Hans Gruber. Genau, wahrscheinlich. Der Vater, ich glaube, das passt von der Timeline. Oh, der ist ein Zeitreisender. Ha. Ist immer eine Möglichkeit. Entschuldigung, so, wir machen jetzt gleich weiter. Musst du nur schnell Nase schnauben und was trinken? So, Wolldecke. Die nehmen wir mit. Oh, der Kater ist aufgewacht. Hallo, Kater. Die Wolldecke, die benutzen wir jetzt, um da sauber zu machen. Ja, wir Aha. kombinieren die Wolldecke mit dem Ruder und dann Oh haben wir einen Gott, idealen nein. Wischmopp. Da ist noch ein Durchgang. Kater, bitte keine Kabel. Wenn wir gleich weg sind, Dann war es der wisst ihr, Kater. was los ist. Whee! Hallo, Hallo, Katerchen. Baby. Ja, willst Nicht du auf zu mir, meinem Kater? Fuß. Komm Ja, her. ich glaube, er will wirklich zu dir. Na, komm her, dicker Kater, du. Oh, du bist so schwer. Ja. Der Kleine ist wirklich unglaublich schwer. Ja, willst du an meine Hasen? Ja? Na? Oh, kriegt Da er kriegt er Angst. Angst. Oh, ist wirklich lustig, weil wir haben ja drei Katzen und eine Katze und einen anderen Kater noch. Und die sind beide so um die 5 Kilo schwer.
Und er ist ein 2 oder 3 Jahre jünger sogar. Der ist jetzt 2. Die anderen beiden sind, glaube ich, 5. Und er ist ein Kopf größer und hat inzwischen 7 Kilo. Aber er wird immer der Kleine bleiben. Ja. Okay, ein Pool. Da ertränken wir uns jetzt. Pool ist vielleicht etwas übertrieben. Große Badewanne wäre wohl treffender. Aber zum Abkühlen reicht es allemal. Na dann rein da. Hat er sein Hintern in die Kamera gestreckt, der Kater? Ich weiß nicht, ob das laut Twitch-Richtlinien geht.